warum nützen wir dieses Potenzial nicht vermehrt? Wo sind die limitierenden Faktoren? Und es gibt zwei limitierende Faktoren. Erstens der Mangel an Initiativkräften. Nicht in jedem Dorf, nicht in jeder Stadt, nicht in jedem Verein steht einer auf und sagt, ey, wir können ja bei uns was drauf machen. Ich mache euren Deppen, das heißt Geschäftsführer die nächsten 20 Jahre und werde das für 100 Euro und davon zahle ich auch nur das Porto auf den Weg bringen. Ja? Das ist äußerst viel verlangt von den Menschen. Ja? Dafür hat eine andere Ortschaft den besten Fußballtrainer und die besten Musikkapelle, ja? Aber die sind einfach dünn gesät, diese Menschen, die aber sowieso schon so viel haben, dass sie gar nicht wissen, was sie eigentlich noch alles machen sollen. Und sie haben vor allem viele Ideen und das sind dann diejenigen, die am schnellsten im Burnout nahe sind. Und Mangel, zweiter limitierender Faktor, die Gesellschaftsform. Diese Projekte werden im Allgemeinen als Gesellschaft des bürgerlichen Rechts auf den Weg gebracht. Auf eine Schule miteinander. Problematik, Haftung bis ins Privatvermögen eines jeden Gesellschafters in voller Höhe des Schadens. Und der dann kann dann gucken, wie es von seinen Kollegen bekommt, wenn irgendwas schiefläuft. Über einen Zeitraum von 20 Jahren. Also wir sprechen hier durchaus über einen nicht absehbaren Zeitraum hinsichtlich Sicherheit. Und das, was wir dann gesucht haben, und da stand nicht EG drüber, ja, sondern wir haben gesagt, wir brauchen eine Struktur, die vermag, möglichst viele Technologien, möglichst viele Projekte, die sich unterscheiden hinsichtlich Technologie, also Wind, Photovoltaik, ein Wärmenetz, hinsichtlich Anlagengröße von 7 kW bis 250 kW, hinsichtlich Rentabilität von 3% bis 7 oder 8%, unter einem Dach mit immer wieder neuen Gesellschaftern zu realisieren. Das war die Quadratur des Kreises, das muss man wirklich so sagen. Wir hatten den Genossenschaftsverband in der Beratung und da hat es oft geheißen, das geht nicht, aber wir haben gesagt, wir brauchen diese Struktur und dann muss es uns auch gelingen, diese Struktur zu schaffen. Das bedeutet, die Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Energie-EG Groß-Badorf zum Beispiel, das sind keine abgegrenzten Projekte, es sind hinsichtlich der internen Abgrenzung, hinsichtlich der Unternehmensführung kann man sie abgrenzen, aber das sind völlig unterschiedliche Projekte, die in einem Unternehmen geführt werden. Ein Nahwärmenetz, an das zukünftig 70 Häuser angeschlossen werden. Jetzt ist es durch. Eine Windkraftanlage, die geplant ist. Und eine Photovoltaikanlage, Tribünenüberdachung, TSV Großbadorf. Also noch einmal eine Firma, die unterschiedliche Projekte von ganz klein bis ganz groß realisieren kann. Mit immer wieder neuen Gesellschaftern. Die mietet natürlich, um mal beim einfachsten Beispiel von einem Dach zu bleiben, mietet die ein Dach an. Und dann muss man es finanzieren und wir brauchen 25% Eigenkapital, 75% Fremdkapital und man kann sich beteiligen ab 2000 Euro. Das ist die einfachste Zahlenfolge, die konnte ich mir als erstes merken in der Schule, 2, 4, 6, 8, 10. 100 Euro sind Genossenschaftsanteil und 1900 Euro sind nachrangiges Darlehen zur Realisierung eines spezifischen Projektes. Das heißt, wir sammeln erst dann Geld, wenn wir wieder eine neue Idee haben für die Realisierung dieses Projektes. Und nicht vorher einsammeln und sagen, ja, was machen wir jetzt? Und das Schöne daraus, und das ist ganz wichtig, dass man das weiß, steuerlich für die Besserverdienenden hochinteressant. Ja? Und zwar ganz einfach deswegen, weil der Benefit, der aus diesem Projekt dann zurückkommt, zu denjenigen Leuten, die sagen, wir bringen das auf den Weg, dieser Vorteil ja, wird mit dem pauschalen Abgeltungssteuersatz von 25% versteuert und nicht mit dem persönlichen, Klammer auf, Spitzen, Klammer zu, Steuersatz versteuert. Und es macht was aus, ob sie 20% mehr oder weniger Steuern auf Renditen oder auf Einnahmen aus solchen Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien zahlen. Wir haben 12 Projekte und wie gesagt, gegründet im Jahr 2008. Dann haben wir in der zweiten Jahreshälfte 2008 ein Projekt geschafft und wir haben dann 11 weitere Projekte in 2009 auf den Weg gebracht. Und ich will nur zeigen, wir haben ein 7-KW-Dach, da tränen jedem Projektierer die Augen. Aber wir haben eben auch ein 270-KW-Dach, städtischer Bauhof Bad Neustadt und den sehen wir da. Die Stadt Bad Neustadt war der Erste, an diesem Projekt beteiligt, 35 Menschen, der Jüngste 8 Jahre, das ist unser Sohn und der soll jetzt Gemeinschaft lernen. Der muss in die Jahreshauptversammlung damit rein, der muss seinen Schriftverkehr bearbeiten. Wir müssen den Menschen beibringen, was es heißt, und sehr früh beibringen, was heißt eigentlich Gemeinschaft, ein Projekt auf den Weg zu bekommen. Ja? Der Älteste ist 88, ein sehr solventer Unternehmer aus dem Landkreis Schwäbisch-Grafeld, der gesagt hat, ich möchte da unbedingt weiter bei euch investieren, weil da sehe ich ja, was passiert. Ein Landwirt, das ist das Dach von Matthias Klöffel, der hat eine neue Halle gebaut, der hätte sich auch, der weiß, wie es geht, diese Photovoltaikanlage draufbauen können, aber er hat gesagt, nee, das mache ich nicht, sondern ich vermiete mein Dach, kriege 3000 Euro Pachtzins im Jahr und meine Familie darf sich nach dem Kirchturm- und Zwiebelschalenprinzip zunächst daran beteiligen.
Das ist sicherlich das unspektakulärste Dach, aber man muss sagen, wer bitte würde bei einer Kirchengemeinde ein 7 kW Dach angehen? Tatsache ist, dieses Dach ist da, das Potenzial darauf Strom zu produzieren ist da und die Menschen, die dafür Geld geben würden, nämlich die Mitglieder aus der Kirchengemeinde, die gesagt haben, wir machen da einen kapitalisierten Pachtzins, da kommen vielleicht 1000 Euro raus, ich weiß nicht, was rausgekommen ist genau und das nehmen wir her zur Renovierung der Orgel und ich bin zufrieden mit 3% Eigenkapitalverzinsung. Sagen Sie was zu der blauen Zwiebel? Blue Onion, das ist sicherlich ein Logo, was man vielleicht auch in Tübingen übernehmen könnte und wir können vielleicht in einen regen Austausch kommen. Und das ist eigentlich unser schönstes Projekt. Das wird eingeweiht am 10. April. Das ist jetzt schon fertig. Ich habe nur kein aktuelleres Bild. Der Sportverein Großbadorf spielt Bayernliga. Also Sie sehen, ein sehr rühriges Dorf. Ja. Und die haben gesagt, ey, wir hätten gerne Tribünenüberdachung, haben aber kein Geld. Und wir haben gesagt, ey, wir hätten gerne Photovoltaikanlage auf dem Dach, aber haben kein Dach. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und dann haben sie einmal ausgerechnet und haben gesagt, wenn wir 5,5% Eigenkapitalverzinsung die Investoren haben wollen, 25% Eigenkapital, dann können wir euch 30.000 Euro kapitalisierten Pachtzins ausbezahlen. Der ist dann Bestandteil der Kosten des Projektes. Dann haben sie gesagt, 30.000 Euro langen uns überhaupt nicht. Oder 40 waren es gewesen, wir brauchen 70, 80.